Guten Tag, meine Freunde. Ich weiß nicht, ob wir uns noch kennen. Ich bin Pauline und ich hatte mal regelmäßig Videos hochgestellt. Und dann hatte ich es nicht mehr getan. Weswegen auch immer, keine Zeit, das Leben kam dazwischen. Jedenfalls habe ich heute ein neues Projekt und das möchte ich mit euch teilen. Das nennt sich Schublade. Nein, es nennt sich eigentlich Kaffeegrinder. Wieso fällt mir gerade noch das englische Wort ein? Kaffeemühle Restaurationsprojekt. Das ist nur die Schublade dazu. Heute wird sie neu lackiert. Sauber gemacht habe ich sie schon. Es war ein Kraftakt. Sie hat sehr muffig gerochen, muss man sagen. Und stört euch nicht an diesem Pony. Das sind nur meine Babyhaare, die ich gestern einfach nur gerade geschnitten habe, damit es nicht ganz so wüst aussieht. Jetzt sieht es nur ungewohnt aus. Ich sehe schon, dieses Projekt kann nur gut werden. Ich zeige euch jetzt den ganzen anderen Rest. So, diesen Trichter hier muss ich dann noch entlackieren. Diese Originallackierung geht vollständig ab. Das hier ist die Bodenplatte. Ich weiß nicht, ob ich das so weiterhin benutzen kann. Das hier muss ich auch noch ein bisschen hübscher machen, weil das äußerst uncool aussieht. Und hier muss ich ganz definitiv diesen Spalt zukriegen. Wollte ich vor uns mit meiner Holzspachtelmasse machen, aber die ist eingetrocknet. Ah, cool. Man sieht auch die leicht unorthogonale Struktur dieses Kastens. Ja, da hat sich jemand viel Mühe gegeben, diese Line Blocks ideal zu bauen. Feinmalendes Stahlwerkzeug. Und das ganze andere Metallgedöns habe ich nur sauber gemacht, wird dann aber auch wahrscheinlich so, wie es ist, wieder eingebaut. Das hier werde ich auch nicht neu lackieren, das hat doch so eine wunderschöne Patina. Und das hier werde ich auch mal neu lackieren, das sieht auch nicht schön aus. Das ist nämlich die Öffnung hier, die hier hängt, damit man dann die Kaffeebohnen einfüllen kann. Fancy, nicht wahr? So, jetzt habe ich diesen ganzen Mist geschliffen, jetzt wird das alles mit wundervollem Shellack eingeschmiert. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue, übrigens, wie so oft. Die Verarbeitung von Shellack ist eigentlich recht einfach. Man trägt eine Schicht Shellack auf, diese lässt man trocknen und dann schleift man diese wieder ab, um dann wieder eine Schicht Shellack aufzutragen, die man wieder abschleift, um dann noch eine Schicht Shellack aufzutragen. Das macht man so lange, bis das gewünschte Ergebnis erzielt ist. Ich weiß nicht, wie viele Schichten Shellack ich aufgetragen habe. So, und während diese erste Schicht hier trocknet, suche ich vier identische Schrauben, um den Deckel auf die Kaffeemaschine aufbringen zu können. Original war dieser nämlich mit Nägeln festgezimmert worden. Und um ehrlich zu sein, fand ich diese Lösung echt uncool, weshalb ich auch Schrauben suchte und auch fand. Danke, Papa, dass du nie irgendwas wegwirfst. Löcher musste ich nicht bohren, die waren tatsächlich noch schon da, beziehungsweise konnte ich die Nägellöcher nutzen. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist, dass ich für die Schrauben Aussparungen getroffen habe, da das doch Senkkopfschrauben waren oder immer noch sind.
2. Schwarze voll diese Spalte hier unten. So, dieser Trichter wurde gestern liebevoll mit Patex Montagekraftkleber reingeklebt. Keine bezahlte Kooperation. Und gerade eben habe ich das mit Heißleim versiegelt, dass da ja kein Kaffeebohnendreck hier reinkommen kann. Da meine zweite Unterlegscheibe gerade abhanden gekommen ist, habe ich jetzt einen Springring da reingebaut. Und man sieht auch, wie liebevoll das konstruiert ist. Hier ist sehr viel Platz für die Schraube und ich weiß auch nicht, ob das so sonderlich gut ist, dass die ungefähr die Hälfte an Kraftpotenzial aufbringen kann. Da hat jemand mitgedacht beim Bauen.